Bis zum letzten Platz gefüllt war das Oberbank Donauforum beim diesjährigen Fest der Sparer. Der 2011 zum lustigsten Österreicher gekürte Kabarettist Michael Niavarani sorgte bei der Veranstaltung für eine ausgelassene Stimmung. Für Franz Gasselsberger macht Sparen auch in Zeiten niedriger Zinsen noch Sinn. Die Einleger lassen sich eigentlich nicht von den Negativzinsen oder von den Nullzinsen in irgendeiner Weise irritieren. Und wir haben heuer bei den privaten Einlegern einen Zuwachs von 3-4%. Auch Kabarettist Michael Niavarani weiß genau, was er mit Ersparten machen würde. Das Geld soll man nicht nur im Kopf hauen, sondern das ist natürlich auch dazu da, dass man seinen Lebensunterhalt, also dass man das, was man zum Leben braucht, bezahlen kann. Aber ich glaube, alles, was man darüber hat, vielleicht doch auch erspart hat, sollte man in erster Linie dazu nutzen, es auszugeben. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man was damit macht. Man muss ja nicht einen Blödsinn kaufen, man kann ja was hin, man kann es auch spenden. Ja. Mit einem Best-of seiner Bühnenprogramme begeisterte Niavarani anschließend die Zuhörerschaft. Die Lebensstatistik, wieso knien Sie da so? Ah, Sie sind der Fotograf. Wir müssen uns das Paradies machen. Und dann hat Gott, und wir haben die Geschichte so erzählt, ein Paradies gemacht, wo wir gelebt haben, Adam und Eva. Und da war ein Baum in der Mitte. Und Gott hat gesagt, von diesem Baum, den Apfel dürft ihr nicht essen. Und ich sage Ihnen jetzt was, ich will Gott nicht kritisieren. Wer bin ich, dass ich Gott kritisiere? Aber ich habe mit Essen, wo man nicht will, dass andere was essen, sehr viel Erfahrung. Und ich tät, wenn ich will, dass wer was nicht isst bei mir in der Familie, das nicht in die Mitten vom Garten stellen. Wisst ihr, was ich meine? Vielen Dank, ciao. Die Lachmuskeln der Gäste wurden wahrlich gefordert und unter großem Applaus verabschiedete sich der Künstler von seinem großartigen Publikum.